Diese Schlagzeilen prangten Anfang 2019 in der Presse. Ein Triebfahrzeugführer der Deutschen Bahn musste sich wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten, nachdem er mit seiner S-Bahn eine 87-jährige Spaziergängerin auf einem Bahnübergang erfasst hatte. Ein angeklagter Lokführer nach einem BU-Unfall? Ungewöhnlich. War die Anlage vielleicht gestört? Hatte der Lokführer manuell sichern müssen und dies unterlassen? Nein, so war es nicht. Folgendes ereignete sich an einem Sonntagmorgen im November 2017 an diesem Bahnübergang im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbeek. Die S3 von Buxtehude nach Pinneberg hatte um 7.42 Uhr den Haltepunkt Fischbeek verlassen und näherte sich dem BÜ, an dem die Straße Dritte Meile die zweigleisige Hauptbahn von Hamburg-Harburg nach Cuxhaven kreuzt. Der Lokführer bemerkte, wie die Seniorin auf dem parallel zur Strecke verlaufenden Feldweg zügig in Richtung des BÜ ging und plötzlich vorbei an der geschlossenen Halbschranke in den Gleisbereich trat. Bei Erkennen der Gefahr war der Zug noch etwa 50 Meter vom BÜ entfernt. Der Lokführer gab einen Achtungspfiff ab und leitete zeitgleich eine Schnellbremsung ein. Die mit einer Geschwindigkeit von 67 km/h heranrollende S-Bahn erfasste die Fußgängerin und kam 130 Meter hinter der Unglücksstelle zum Stehen. Auf den ersten Blick handelt es sich um einen von rund 1600 BÜ-Unfällen, die sich in den letzten 10 Jahren in Deutschland ereigneten. In weit über 90% der Fälle trägt der Straßenverkehrsteilnehmer die Schuld. Oft kann er strafrechtlich nicht mehr belangt werden, weil tot. Im Fall Fischbeek jedoch hat die Sache ein juristisches Nachspiel für den Triebfahrzeugführer, denn nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hätte er den Unfall durch früheres Bremsen verhindern können. Ein Unfallermittler der Polizei erläuterte, die Bremswirkung habe erst 40 Meter hinter dem BÜ eingesetzt. Selbst bei Berücksichtigung einer Schrecksekunde seien Züge in vergleichbaren Fällen deutlich früher zum Stehen gekommen. Weitere Gutachten, etwa eines Schienenverkehrsexperten, lagen dem Gericht nicht vor. Weil auf dieser Basis keine Klärung des Sachverhalts möglich war, wurde das Verfahren bis auf Weiteres ausgesetzt. Dazu sei mir ein Kommentar gestattet. In der Rechtsprechung wundert man sich heutzutage über gar nichts mehr. Die Folgen des Fischbecker BÜ-Unfalls jedoch haben eine mir bis dato unbekannte Dimension. Als ich den Artikel in der Zeitung las, musste ich erstmal nach Luft schnappen. Und ich frage mich, wie weit der eine oder andere Jurist inzwischen von der Realität entfernt ist. Jeder Mensch mit den elementarsten Kenntnissen des Eisenbahnbetriebs weiß, dass hier ein Mann auf der Anklagebank sitzt, der keine, aber wirklich gar keine Möglichkeit hatte, dieses Unglück abzuwenden. Und der für den tödlichen Fehler der Senioren zur Rechenschaft gezogen werden soll. Nur wenige von uns kennen das Gefühl der völligen Machtlosigkeit, das der Lokführer in jenen Sekunden vor dem Zusammenprall gespürt haben muss. Er konnte alles tun. Bremsen, pfeifen, sanden, schreien, fluchen, beten. Aber es hätte nichts geändert. Er hatte nicht die geringste Chance. Und ich kann nur hoffen, dass die Staatsanwältin ihn nicht auch noch gefragt hat, warum er denn nicht ausgewichen sei. Er ist seit dem Unfall arbeitsunfähig und in psychologischer Betreuung. Und ich finde keine Worte dafür, dass er jetzt auch noch vor Gericht gezerrt worden ist. Interessant ist auch die Frage, welche Folgen eine Verurteilung für seinen Berufsstand hätte. Jeder Kollege würde Herzrasen bekommen, wenn er gewahr wird, wie sich ein Fußgänger oder Autofahrer einem geschlossenen BÜ nähert. Auch die Vorbeifahrt an einem von Reisenden bevölkerten Bahnsteig wäre jedes Mal eine Zitterpartie. Wie viele zusätzliche und unnötige und im Fall des Falles ohnehin nutzlose Schnellbremsungen würden tagtäglich in Deutschland durchgeführt, weil Lokführer in Anbetracht einer lebensfremd konstruierten Mitschuld überreagieren? Und wie viele Reisende würden bei solchen Schnellbremsungen ernsthaft verletzt, weil sie durch den Zug geschleudert werden? Es ist auch ein fatal falsches Signal an diejenigen, die den nötigen Respekt vor roten Lichtern und geschlossenen Schranken vermissen lassen. Schnell noch rüber, der Zugführer kann doch bremsen, ey. Auch bei meinem recherchebedingten Besuch am Fischbeker Bahnübergang waren zwei armselige Dummbrote zu beobachten, die die Halbschranken ignorierten. Vielleicht sollte die Polizei mal vorbeischauen und den einen oder anderen Euro kassieren. Man kann nur hoffen, dass Justitia diese und weitere Aspekte berücksichtigt und das Verfahren eingestellt wird. Die juristische Schande, dass ein bereits über Gebühr bestrafter Mensch auf der Anklagebank landet, lässt sich jedoch nicht mehr ungeschehen machen. Und das ist die eigentliche Tragik dieses Unglücks.